geht es so. Wir sehen sogar Schattenschlücker. Aber sie jammern nicht, dass sie auf der Schattenseite des Lebens müssen leben. Die Sonne, ein kostbares Gut in der kalten Jahreszeit. Jeder wärmende Sonnenstrahl wird von den Dörfern hier im Goms aufgesogen. Die einen haben einen Platz an der Sonne, die anderen müssen sich mit dem Schattenhang begnügen. Dörfer wie Agarn, Eiholz, Gliss oder Grenjels bleiben im Winter monatelang ohne direkte Sonne. Die Einwohner von Grenjels in der Nähe von Brig sehen von Anfangs Dezember bis Anfangs Januar die Sonne nur auf der anderen Talseite. Wird man dabei nicht trübsinnig? Eigentlich trübsinnig. Man lebt damit. Man isst halt mehr, man schläft mehr. Und wenn man hat, kümmert sich mehr um die Freundin oder um Freude. Und das macht sich positiv in der Hinsicht bemerkbar bei dem Dorf, dass es einfach noch sehr viele Geburten gibt. Das heisst, ohne Sonne hat man einfach mehr Zeit. Ich bin jetzt 10 Jahre hier, aber ich habe jedes Jahr ein Problem. Die Sonne fehlt einfach. Oder wenn ich auf die Riederalp gehe, kommt es noch viel schlimmer. Da ist hier wie man die Nacht schauen, wie hier der Schatten ist. Ich glaube nicht, dass das die Leute speziell belastet wird. Klar, wenn man auf die Sonnenseite schaut, ist das heller, ist das anders. Und vor allem, wenn man von der Sonnenseite zurückschaut, ist es halt ein bisschen dunkler. Aber ein Problem oder Trübsinn, so glaube ich, ist nicht das Thema hier. Zu Ehren der Sonne haben die Grenjer, wie sich die Bewohner von Grenjels im eigenen Dialekt nennen, ein Fest initiiert. 1998 hat es das erste Mal stattgefunden. Anfangs November rollte auch dieses Jahr wieder das Sonnenrad durch die Dorfgasse. Die Sonnenträlette soll eine neue Tradition begründen, an der Alt und Jung teilnehmen. Warum hast du die Sonnenträlette? Einfach, weil die nicht mehr in den Aufmögen gehen. Und wenn du sie hast trüllen, dann hat sie wieder aufmögen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Seit Urzeiten müssen die Leute von Grenjels damit fertig werden, dass sich die Sonne im Winter verabschiedet. Doch für die alten Grenjer war es nie ein Problem, sich die langen Winterabende um die Ohren zu schlagen. Ja, sicher. Am Abend war man in einer Familie zusammen. Und es waren auch viel größere Familien. Bei uns waren zum Beispiel 13 Kinder und die Eltern. Und da war immer etwas los. Das war fast wie ein Verein. Auch heute hält der Sonnenmangel niemanden davon ab, in Grenjels zu wohnen. Im Gegenteil, 500 Menschen leben in dieser Gemeinde. Grenjels ist damit das zweitgrößte Dorf des Goms. Über 60 Schüler zählt die Schule, ein Rekord für eine Berggemeinde. Ja, das ist eine erstaunliche Entwicklung, dass man halt in den letzten 10 Jahren doch noch recht starke Bevölkerungsentwicklung hatte, mit relativ starkem Zuzug von auswärts. Das ist nicht typisch für die Dörfer hier. Ich erkläre mir das so, dass es liegt, wir einerseits eine recht gute Wohnqualität, auf der anderen Seite liegt es in Pendlerdistanz zu Fiesch, im Dienstleistungszentrum und zu Briglis und Naters. Und das ist so der wichtigste Grund. Was ist denn der schönste Ort, den ihr kennt? Grangels. Grangels. Und überhaupt, der nächste Frühling kommt bestimmt. Und mit ihm die Sonne. Stichwort Nachwuchs. Wenn ein Mann und eine Frau sich entscheiden, sie wollen